Hallo zusammen, heute machen wir Pulled Beef Pizza. Und das sieht richtig, richtig gut aus. Also müsst ihr unbedingt dranbleiben. Zeit, den Grill anzuschmeißen. Vor gut einer Woche habe ich euch ein Video gezeigt, wie ich dieses wunderbare Stück Rindernacken in Pulled Beef verwandelt habe. Und weil das eine Riesenportion war, und ich trotz großer Familie immer noch etwas davon übrig hatte, habe ich gedacht, ich zeige euch nicht nur Videorezepte, wie man Pulled Pork in der Zweitverwertung machen kann, sondern ich mache das auch mal mit Pulled Beef. Also, hier noch einmal die Highlights aus dem letzten Video. Ich habe dann den Rest Pulled Beef, den ich übrig habe, den habe ich einvakuumiert und eingefroren. Und so sieht das Ganze dann aus. Und man kann es jetzt entweder im Wasserbad warm machen und dann direkt weiter verwerten oder aber so wie hier, ich habe es einfach geöffnet und nehme hier jetzt so ein bisschen was davon raus und das landet dann gleich auf unserer Pizza. Im Übrigen kann man natürlich auch kleinere Portionen machen, ne? Also ich habe hier mit dem Pulled Beef noch relativ viel an Pizza jetzt gemacht, aber wenn man jetzt irgendwie sagen will, man möchte sich kleinere Päckchen damit zusammen machen, ist es natürlich auch kein Problem. So, beim Pizzateig bin ich überhaupt nicht wählerisch, das habt ihr ja schon gesehen bei der Asado-Pizza. Ich nehme einfach immer das Basisrezept vom Pizzateig aus dem Thermomix. Natürlich habe ich auch Videos gemacht, wo ich Pizzateige selber gemacht habe. Die waren auch alle cool, aber in dem Fall, manchmal muss es einfach schnell gehen und da habe ich gar keinen Bock, lange rum zu experimentieren. Es gibt super Teige, die gehen 24 Stunden. Ich habe Teige gemacht mit Schwarzbier drinne. Die sind alle richtig, richtig cool. Aber manchmal muss es dann halt auch einfach die schnelle Variante sein. Und da ich ja eh jetzt hier für eine Resteverwertung mit dem Pulled Beef unterwegs bin, ist das dann auch schon genau das Richtige für mich. Als Grundlage für unsere Pizza gibt es heute ausnahmsweise mal keine Tomatensoße, sondern wir fangen direkt mit einem ordentlichen Spritzer Barbecue-Soße an, den wir dann auf unserer Pizza verteilen. Ein Pizzabäcker hat mir mal gesagt, einer der typischsten Fehler ist, wenn man Pizza selber macht, ist, dass der Käse immer erst zum Schluss drauf kommt, weil bei richtigen Pizzerien kommt der Käse im Prinzip über die Tomatensoße oder in dem Fall hier über die Barbecue-Soße. Das ist ganz wichtig, damit der Kunde noch sehen kann, was er denn überhaupt für Belag hat. Also auf der Pizza. Also machen wir das auch mal so, geriebenen Mozzarella hier und dann natürlich einfach, und wie sollte es anders sein, total einfach, jetzt Pulled Beef obendrauf. Das Pulled Beef ist immer noch unglaublich gewürzt, deshalb werde ich keine weiteren Gewürze oder sowas dazufügen. Und ihr seht schon, das kann ruhig eine ordentliche Fleischmenge sein, die da drauf passt. Für mich genau richtig. So, da mache ich dann doch noch hier so drei Krümel Käse oben drüber. Das hätte es aber wahrscheinlich gar nicht gebraucht an der Stelle. Spielt auch keine Rolle. Jetzt nehmen wir hier unsere Pizzaschaufel. Das ist die vom Western Barbecue. Verlinke ich euch auch unten. Und dann wandert das Ganze auf den Pizzastein. Hier, ich hatte ja mal ein bisschen was Crossover-Grillzubehör miteinander kombiniert. In dem Fall handelt es sich um den Pizzastein und um den Deckel von meinem GMG-Pizza-Aufsatz auf meinem Breuking-Gasgrill. Funkt wunderbar. So, und auch das habe ich jetzt einmal ein bisschen vorgedreht. Ich finde, das sieht immer ganz toll aus, wenn der Pizzateig sich hebt und senkt und wenn man so sieht, wie sich der Käse wieder so Blasen wirft und so. So, ich muss jetzt ein bisschen gucken, hinten war es komischerweise ein Ticken heißer als vorne, also habe ich geguckt, dass wir das Ganze einmal zwischendurch drehen. Ja, und nach ein paar Minütchen ist es dann auch schon soweit in Ordnung. Fertig ist die Pulled Beef Pizza. Geile Aktion, eine sehr, sehr schöne Resteverwertung, wie ich finde. Und jetzt wollen wir natürlich auch nochmal abschneiden und natürlich muss ich das dann auch probieren, ist ja klar. So sieht das Ganze als Close-Up aus. Ich finde es richtig, richtig lecker. Also das Geile ist bei dem Pulled Beef, dass man halt noch so Raucharoma mit dabei hat, ne? Wenn das halt so vom Smoker kommt und ja, die geile Kruste dabei und das ist wirklich eine Geschmacksexplosion und deshalb sieht das auch so lecker aus. Und ja, jetzt nehme ich dieses Stückchen und dann probiere ich das natürlich mal. An der Stelle sei nochmal der Hinweis gestattet, teilen, liken, kommentieren immer gern gesehen. Falls ihr noch nicht Abonnent von 0 auf 15 Barbecue seid, müsst ihr das unbedingt nachholen.
Besucht doch auch meine Fanpages, Instagram, Facebook. Ich habe auch eine Patreon-Seite für diejenigen von euch, für den das in Frage kommt. Seid ihr da auch gerne willkommen. Ich futter jetzt auch noch den Rest von der Pizza. Das ist nämlich richtig, richtig geil. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin raus. Bei Markus.